Wie Behörde am Mittwoch mitteilte, soll der ehemalige Mittelfeldspieler des deutschen Rekordmeisters Bayern München zwischen 2010 und 2012 2 Millionen Euro Steuern hinterzogen haben. Neben der Haft und der Nachzahlung der Steuern droht Alonso auch eine Geldstrafe in Höhe von 4 Millionen Euro. Seit 3 Jahren laufen bereits Ermittlungen gegen den zweimaligen Champions League-Sieger und Weltmeister von 2010. Wie Men bereits in der vergangenen Woche berichteten, soll der 36-Jährige angeblich seine Einkünfte aus dem Verkauf von Bildrechten als Profi nicht entsprechend deklariert haben. Über eine Briefkastenfirma auf Madeira soll Alonso seine Einkünfte am spanischen Fiskus vorbeigeschleust haben. Währenddessen hat Alonso seinen ehemaligen Mitspieler Robert Lewandowski im Sportbuzzer-Interview geadelt und rät ihm zu einem Verbleib bei den Bayern. Er ist definitiv einer der besten Neuner der Welt, sagte Alonso, ich bin aber der Meinung, dass er bei Bayern am besten aufgehoben ist. Zuletzt waren Gerüchte laut geworden, dass Champions-League-Sieger Real Madrid großes Interesse an Lewandowski habe. Alonso sieht allerdings nur Vorteile bei einem Verbleib des polnischen Stürmers in München, er macht jedes Jahr seine Tore, er kennt den Club, Liga und gewinnt Titel.